Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, gleich zu Quidditch in Action. Ich weiß gar nicht mehr, wie Quidditch war in Harry Potter, nee, der Gefangene von Azkaban, wie viel man da machen konnte anscheinend. Das ist aber nur eine Zwischensequenz und ich kann gar kein Quidditch spielen. Oder startet gleich. Oh, da ist der Schnatz. Los! Kann ich den steuern? Ich möchte doch irgendwie das Ganze auch steuern können. Anscheinend wird jetzt nur gleich gezeigt, wie die Dementoren seinen Sieg verhindern. Außerdem extrem, ja, sagen wir einfach mal, gut von oben gerade gezeigt wurden. Ah, oh, nein. Und da ist der Grimm oder auch Sirius Black. Eins von beiden. Auf jeden Fall sind wir jetzt tot. Und ab jetzt können wir noch Ron oder Hermine spielen. Nein, okay. Er verletzte sich nicht. Okay. Ach, den werden wir jetzt gleich machen. Ja, im Buch wurde der Expecto Patronum, den man hier lernt, als einer der schwersten Zauber beschrieben. Und da meine größte Angst, dass Harry Potter ein Dementor ist. Zuerst üben wir an einem Ziel. Richte deinen Zauberstab auf das Ziel. Halte dann die linke Maustaste gedrückt, um die Kraft des Zaubers. Also, Harry Potters größte Angst ist ein Dementor, deswegen verwandelt sich der Irrwicht. Irrwicht ist ein Wesen, welches sich in die größte Angst dessen verwandelt, der ihm gegenübersteht. Deswegen, ja, es ist halt eine Art, nennt man sowas, so eine Hausplage. Eine Hausplage in der Zauberwelt. So, wir müssen, bis es über einen Zauberstab ist. Habe ich das richtig gesehen? So, bis es, kann ich ja auch am Rand? Reicht das schon? Nein, okay, es muss möglichst an der Spitze vom Zauberstab sein. Allerdings dürfen wir nicht zu lang. So. Und der dürfte jetzt perfekt gewesen sein. Du bist bereit für die nächste Stufe des Unterrichts. Erkunde die Räume in der Umgebung und sei bereit für den Patronus-Zauber auf einen Irrwicht. Der Patronus ist ja eigentlich ein Wesen, welches man aus... Also der Patronus-Zauber wird im... Ich erkläre das jetzt einfach im Buch, im Film beschrieben als ein Zauber, den man nur wirken kann, wenn man sich auf das glücklichste Erlebnis im Leben konzentriert, wenn man den Zauber dann fest daran denkt und quasi gegen den Dementor, der eigentlich die bloße Angst ist. Der Dementor ist, also, der Dementor ist ein Wesen, welches einen dazu bringt, die schlimmsten Dinge in seinem Leben oder die schlimmsten Gefühle zu erleben, die man in seinem Leben hatte, also dass man die in dem Moment fühlt. Und deswegen ist sich gegen die zu Wehr zu setzen können, eigentlich recht wichtig. Auch im späteren Leben von Harry Potter, sein Erlebnis, wird das noch wichtig sein. Und der Expecto Patronus ist quasi genau das Gegenteil davon. Wir allerdings können den noch nicht so gut machen, deswegen ist er nur so ein Strahl. Später allerdings, irgendwann, können wir dann einen perfekten Expecto Patronum. Beziehungsweise ein Patronum. Die heißen Patronum, die Dinger. Habe ich das einfach mal erklärt. Er kann anscheinend trotzdem dasselbe wie ein Dementor. Und der Dementor ist extrem laut. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Effekt Lautstärke. Erstmal nochmal tiefer machen als sowieso schon. Oh, meine Ohren. Meine Ohren. Ich glaube, manche Effekte sind einfach nicht gepegelt und kommen in voller Lautstärke. Okay, der Behalter hat eine Wirkungsdauer. Schauen wir uns das gleich mal an. Ja, anscheinend wird er hier verhindert. Okay! Hört ihr mich noch? Oh toll, was für ein Zufall, dass ihr liegt. Okay, das war gerade viel zu laut. Allerdings kann ich da an dieser Lautstärke rein gar nichts ändern. Also wirklich rein gar nichts. Die wird anscheinend einfach nicht mitgepegelt. Müsste ich im Windows-Mixer machen und dann wäre alles andere so extrem leise.
Gott, was war denn das jetzt? Oh Gott, eine Falle. Nein. Oh nein, jetzt die lauten Dinger. Psst. Ich nehme gerade auf. Könnt ihr leiser sein? Oh Gott, ich verstehe mich selbst nicht mehr. Liebe Zuschauer, diese Dementoren sind ganz schön laut. Sie sind jetzt auch meine größte Angst in diesem Spiel. Weil man mich einfach nicht mehr versteht, wenn die kommen. Danke, Professor Lupin. Okay, also die größte Angst von Harry Potter sind Dementoren und meine größte Angst in diesem Spiel sind auch Dementoren. Schöne Sache. Ja, woher weiß Harry das? Er sagte nur, dass er Sirius einmal gekannt habe oder es zumindest glaubte. Ah! Renze ist verschwunden! Und weißt du, was auf dem Boden lag? Katzenhaare! Rostrote Katzenhaare! Du willst doch nicht. Was das wohl zu bedeuten hat. Ich hab gerade gehört, sie wollen Seidenschnabel wegen des Angriffs auf Malfoy hinrichten. Was? Das können sie nicht! Da steckt Malfoy dahinter. Ihn sollten sie bestrafen. Wir müssen doch was tun können. Eine Berufung. Eine Berufung, genau. Ich habe da doch was über Hippogreifenangriffe gelesen. Wir können in der Bibliothek suchen. Ich komme mit, aber ich habe wirklich genug von deiner Monsterkatze, Hermine. Ich mal. Frag mich, wo Madame Pince ist. Okay. Vielleicht hat Krummbein sie auch erwischt. Ich weiß, dass sie uns die Bücher über Hippogreifenschlägereien gibt. Es ist ein Notfall. Sie stehen dort im Rechtsbereich, aber der ist abgeschlossen. Recht, es muss nicht, okay. Doch eine andere Möglichkeit geben, daran zu kommen. Na gut. Wir sollten das aber machen, ohne Ärger zu bekommen. Ärger? Wer sagt, wir bekommen Ärger? Oh, Ron. Nein, die Dinger sind auch so laut. Kümmert ihr euch drum. Ich gehe einfach mal ganz weit weg. Wodurch sie hoffentlich leiser sind. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum manche Sachen so laut sind und andere so leise. Das ist echt eine Plage. Das hätte man besser machen können. Stirb doch einfach, ihr Bücher. Wir zerstören gerade wahrscheinlich voll die wertvollen Bücher. Warum ja lebende Bücher in der Bücherei von Hogwarts sind. Oh Gott, hier muss ich ja sogar noch aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Oh, und Harry hat schon Schaden und alles Mögliche. Schau mal nach, ob wir nicht irgendwie in den Rechtsbereich hochkommen. Okay. Ron kann das, der kann den Zauber. Vor allem, er ist der Einzige, der das kann. Alle anderen aus der Klasse können den nicht. So. Und dann würde ich sagen, da schleudern wir uns doch am besten hin. Och, perfekt, habe ich gut gemacht. Ich habe nicht mal den hier gebraucht. Ne, hier brauchen wir noch einen zweiten oben. Okay, wir holen mir die jetzt hoch. Treppe. Kommt hoch, ihr beiden. Ach nee, Hermine, komm hoch. Hermine, bitte! Okay, Hermine kann nicht sonderlich hochhüpfen. Wir schauen uns aber davor auch jemand um. Außerdem ist diese Bibliothek abgeschlossen, weswegen auch kein anderer Schüler drin ist. Aber wir haben es geschafft, reinzukommen. Wir sind ganz schöne Hacker. Also, über den Tisch sind wir nicht gekommen, aber wir kommen hier hoch. Möchte ich nur mal so angemerkt haben. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Haben tatsächlich noch eine Truhe gefunden. Wir können wahrscheinlich danach hoffentlich. Oh, ne, hier haben wir schon eine Karte. Ich denke, da wird es keine andere noch in diesem Abschnitt geben. Auf jeden Fall schließen wir. Ich schließe mir die doch mal auf. Ich wollte schließen absagen, aber habe es gerade noch so gerettet. Sollte das jetzt ein Reim werden? So, das sieht nach einer größeren Aufgabe aus. Soll ich dann noch einen Schnitt machen? Auf jeden Fall. Es sind hier wieder plötzlich so extrem laute Sachen, die mich nicht glücklich machen. Und Hermine rennt denen entgegen. Warum sind die überall? Warum seid ihr überall? Decker! Knallbonbons. Könnte ich bitte einen Knallbonbon haben, um euch zu töten? Dankeschön. Oh, das könnte Multikill werden. Tatsache, ich hab's geschafft. Ich bin so glücklich. Stirb. Oder auch nicht. So, würde ich sagen, tu mir was auch immer dieser Drache kann. Mit diesem Drachen. Ich mag den Drachen. Wo müssen wir denn hin? Können wir die hier anzünden? Können wir hier durch? Oh, wir können anscheinend hier durch. Wir können das Feuer anzünden.
würde ich jetzt mal so spontan sagen. Und das war tatsächlich richtig. Und dort ist dieses eine Buch, was wir brauchen. Schwebend auf irgendeinem, keine Ahnung was. Die Architektur von dieser Bibliothek ist auch interessant. Ich meine, hier hinten war ein Gang, der nichts bewirkt hat, der einmal im Kreis geführt hat. Okay, dann würde ich sagen, aber bevor wir zu Hagrid gehen, verabschiede ich mich wieder von euch. Oder wir warten auch, was Harry sagt. Und Ron. Was? Moment, wie hast du das gemacht? Wir haben uns gerade erst getrennt. Naja, ich habe eine Abkürzung genommen. Komm, wir wollen uns nicht zur Zauberkunst verspäten. Es ist gleich hier. Haltet diese schrecklichen Dinger von mir fern. Lauft! Es hat total den Verstand verloren. Oh nein. Das sollten wir uns besser mal ansehen. Haben wir jetzt nicht Zauberkunst? Ja. Wir haben aber noch Zeit, dem Ding eine Lektion zu erteilen, was auch immer es ist. Deine Entscheidung, Harry. Ich würde sagen, das ist Monsterbuch der Monster. Allerdings beenden wir hier den Part, bevor wir noch irgendwas weiteres machen. Beziehungsweise laufen noch zu diesem Speicherpunkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao.